Berichterstattung aus Melle vom Gnadenhof Brödel. Wie ihr seht, schneit das hier wie bescheuert. Also ich glaube 20 cm haben wir bestimmt und stellt uns hier vor einige Herausforderungen. Für eine ganze Menge Tiere, insbesondere die Wildtiere, geht es hier heute um ziemlich viel. Und ich nehme euch jetzt hier einfach mal mit. Das hier ist so ein typischer Körnereimer mit Weizen und Getreide. Hey Schweinchen! Ja, ist alles nicht so einfach. Die Schweinchen, die bewegen sich heute auch nur so ein paar Meter voran. Es ist ihnen einfach viel zu kalt. So, Dodi, Bärbel, na los, komm mal her. Hey, Speedy. So, Speedy liegt hier auch nur noch im Stroh. Was soll sie auch sonst machen? Hallo, Rexy. Ja, ist echt heute mal ein bisschen anders als sonst. Ihr habt mega Hunger, ne? So, Rex, das ist nicht für dich, du kriegst gleich Möhren. Ja, und für unsere Großtiere, das ist ja alles nicht so dramatisch. Das kriegt man ja vielleicht dahin oder relativ leicht hin. Schwierig ist es für die Wildtiere. Die kriegen jede Menge Vogelfutter mit Sonnenblumenkern, Fettrosinen, weil die finden natürlich überhaupt nichts mehr. Okay, während das zunächst ja noch so ganz witzig aussah, so ganz witzig ist es dann doch nicht mehr. Der Verkehr, der ist hier komplett zum Erliegen gekommen. Mittlerweile das einzige Verkehrsmittel, mit dem man hier noch vorankommt, ist die Schubkarre. So, hier sieht man eine Menge Vogelfutter. Die haben so dermaßen Kohldampf. Das gilt hier auch für die Kollegen. Und wie man sieht, die Ponys und Schafe, die sind schon so fast eingeschneit. Gehen wir gleich mal hin. Und warum auch immer sind die Tiere überhaupt nicht in ihren windgeschützten Stellen. Das ist keine so gute Idee. Ich lock die da auch gleich mal hin. Ja, Leute, alles klar. Na, Stina. Ein paar Tage hier. Schon eine Wetterkatastrophe, wa? Und die haben es aber trotzdem eigentlich auch ganz gemütlich. Hier haben sie so ihre Bunker. Na, Alex? Megamäßig Kohldampf haben sie. Hey, Lotta. Alles Klärchen. Und ich lock die jetzt gleich mal rüber. Kommt mal mit. Da drüben werdet ihr krank. Das ist scheiße. Hoppi hopp. Ja, ja, ja. Leute. Ja, gleich gibt's was. Oh Mann. Lass sie mich da wohl mal durch. So, genau, hopp in den Stall, aber pronto. Hi, Leni. Mein Gott, nochmal, ey, das ist hier ein Scheiß. So, Leute, hier ist viel besser. Hier ist trocken, hier ist warm. Hier haben wir dasselbe. Na,
bleibt man besser hier drin. So, wir haben Hunger. Ich kriege auch gleich was. Kleinen Augenblick. Und das, was man hier sieht, das sind so die Überbleibsel von der Straße. Ich habe gerade eben noch einen gesehen, der hat das hier geschafft. Aber wie man sieht, die Schneedecke ist so dicht. Deswegen wird jetzt ein bisschen Heu in den Wald gebracht zu den Rehen, weil die werden es auch nicht so ganz leicht haben. Also wenn ich sagen würde, es wird überhaupt keinen Spaß machen, dann wäre das offen gesagt gelogen. Okidoki, hier haben wir eine der Futterstellen, schon wieder ein bisschen zugeschneit. Und gleich mal wieder ein bisschen befreien hier. Und eine Kamera ist hier auch angebracht. Hier hätten wir einen kleinen Bach und da ist eins der Hauptquartiere der Rehe. Werden die unter Garantie noch hinkommen. Jede Menge Heu, mache ich gleich mal ein bisschen frei. Dann haben wir auch noch ein bisschen Vogelfutter. Und eine Kamera.